Haushüter GAD Altos auf Haushüter TV. Wir hatten Ihnen berichtet, dass wir im September an den Wolfswinkler Hundetagen teilnehmen. Wolfswinkel besteht inzwischen seit 30 Jahren und seit 17 Jahren gibt es diese Seminare, von denen wir 14 besucht haben. Begrüßt wird die Teilnehmerschar von Herrn Dr. Frank Werner, der einer der Initiatoren dieses Seminars ist. Dominanz oder Dominanz, das ist hier die Frage und das ist das Hauptthema dieser Tagung. Dass auch 2009 reger Anteil an diesem Seminar stattfindet, sehen Sie an den Teilnehmern. Und die Begrüßung des Grundbesitzers, auf dem Wolfswinkel steht, des regionalen Großgrundbesitzers der Grafen von Hatzfeld wird uns zuteil von Herrn Dr. Franz Straubinger. Herr Franz Straubinger gehört mit zur gräflichen Verwaltung. Als nächster Beitragsredner finden Sie nun Herrn Michael Grewe, der eine eigene erfolgreiche Hundeschule führt und sich mit dem Thema Dominanz oder Dominanz, Ansichten eines Hundetrainers, dem Publikum vorstellt und hierüber referiert. Der nächste Referent war Herr Günther Bloch, ein ausgewiesener Wolfsfreund und Wolfskenner, der seit vielen Jahren immer wieder nach Kanada zieht, um dort freilebende Wölfe zu beobachten und zu dokumentieren. Dies führt nun so weit, dass er in diesem oder im nächsten Jahr sein Domizil nach Kanada komplett verlagert, um diese Arbeit an und mit den Wölfen kontinuierlich fortzusetzen. Frau Dr. Sabine Schroll referierte über die alternativen Konzepte zur Therapie von Erziehungsproblemen und wird gefolgt von Dr. Barbara Wadek-Mohr, die in ihrer unnachahmlichen Art, sie war bereits mehrfach da, Formen der Dominanz unter den Arten Hunde-Hunde und Hunde-Menschen referierte. Der Diplombiologe Joachim Leithold folgt ihr mit einem Modell Rangordnung in Anführungszeichen unter ein Auslaufmodell der Kynologie und sofort ist die Frage, was ist Kynologie? Das ist die Lehre von den Hunden. Herr Leithold ist auch Star des übernächsten Beitrages. Hier sehen Sie noch einmal zum Ende des Gesamttages die Zusammenfassung. Alle Referenten stehen zur Diskussion bereit. Herr Leithold ist auch Star dieses kurzen Clips, und zwar ist Ude, die Hündin, vorne vor ihm und Christian, der Rüde, steht da und schmust mit ihm und Ude lässt das jetzt keine Ruhe und sie drängt sich zwischen die beiden, was Christian überhaupt nicht gefällt und er reitet auf, das heißt, er dominiert sie im wahrsten Sinne des Wortes, Inhalt dieses Themas an diesem Wochenende und das macht er so massiv, weil er einfach nicht zulassen will, dass sein Weibchen jetzt hier die erste Geige spielt. Er muss das tun und das ist seine Aufgabe. Die Drummlerstation wird geleitet von Erika Drummler, der Witwe von Eberhard Drummler, der inzwischen leider schon viel zu früh verstorben ist. Und Erika Drummler sehen Sie hier im Kreise von Besuchern, wie sie eben ihre Arbeit auf der Station darstellt und diskutiert. Und man muss eben sagen, dass Frau Drummler eine außerordentlich engagierte Frau ist, die ganztägig, Tag und Nacht, 7 Tage die Woche sich auf der Station befindet, um sich mit den Hunden zu befassen, diese zu versorgen und die Arbeit mit ihr hat. Natürlich hat sie Unterstützung, aber es fehlt eben an allen Ecken und Enden. Wer sich mit der GFH weiter befassen will, kann das gerne tun. Im Zusammenhang eben mit der Erweiterung oder der Zunahme einer Mitgliedschaft,
Dafür steht die GfH natürlich jederzeit mit Auskünften bereit. Internetadresse www.gfh-wolfswinkel.de. Vielen Dank, dass Sie auch diesen Film gesehen haben. Wir freuen uns, dass Sie uns hoffentlich auch beim nächsten Film wieder besuchen. Das wird dann wieder das Übliche, nämlich ein Thema aus unserer Arbeit der Haushüter. Bitte bleiben Sie gesund und bis bald.